Oh Leute, seht mal, die neuen Cheerleader kommen hierher. Sie sind es nach uns, sie laufen einfach herum und geben an. Ja, sie sind hier unterwegs. Findet ihr nicht, dass sie uns irgendwie verfolgen? Das ist irgendwie verdächtig. Leute, ich glaube, sie verfolgen nur mich, denn wenn ich die Toilette verlasse, stehen sie immer hinter der Tür und wenn ich in die Kantine gehe, auch. Ich glaube, sie haben sich in mich verliebt oder sowas. Browse, träum weiter, okay? Mädels, schaut mal, die Basketballspieler. Fangen wir mit dem Training an, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Oh, Mädels, der im blauen Anzug gefällt mir sehr. Ganz mein Typ. Das ist Browse, er ist mit Jana zusammen. Wir wissen bereits, wer mit wem zusammen ist. Ich mag Smile, wisst ihr? Wir haben so viel gemeinsam. Wir sind doch beide blond. Ja, Smile ist eigentlich mein Ex. Ich mag ihn auch. Nun, der im roten Anzug ist auch in Ordnung. Leute, seht mal, wie diese Mary mich anschaut. Rose, es tut mir leid, sie starrt dich wirklich an. Smile, die Blonde schaut dich an. Sie mag dich wahrscheinlich oder so. Leute, ich bin mit Diana zusammen. Ich liebe sie, okay? In letzter Zeit habe ich ein gestörtes Verhältnis zu Lila. Vielleicht gehe ich mit einem der neuen Mädchen aus oder so. Max! Ich empfehle dir das nicht. Das sind Haie, okay? Ja, sogar Knopper wurde ein Hai. Sie war früher ein Huhn. Ich weiß, aber wenn Lila nicht freundlicher wird, dann werde ich mit einer der Cheerleaderinnen ausgehen. Nein, mit einer Kröte. Oh Leute, ihr seid so cool. Was werdet ihr machen, wenn eure Cheerleader euch verlassen, hä? Frösche sind cool. Frösche sind fantastisch. Frösche werden gewinnen. Frösche sind furchtlos. Ja, ja. Oh Leute, ich habe euch gesagt, dass es Haie sind. Leute, sie haben uns alle zugeblinzelt. Ja, aber volle Kanne. Leute, glaubt ihr nicht, dass die neuen Cheerleader bald mit den Basketballern ausgehen werden? Die Bunnies werden mit nichts dastehen. Nein, die Bunnies sind hübscher. Leute, warum redet ihr ständig von den Bunnies? Ich persönlich finde sie gar nicht hübsch. Nein, Gigi, die Bunnies sind cool. Die sind Profis. Leute, okay, das ist cool, aber schaut euch die mal an. Was ist denn los mit ihm? Ja, er sieht traurig aus. Soll ich mit ihm reden? Ja, Kuku, geh und rede mit ihm. Er will bestimmt nicht mit ihm sprechen. Ich kann mit ihm reden, ja. Nein, kannst du nicht. Du bist seine Ex. Artem, kannst du dich daran erinnern? Das freut mich sehr. Warum mit ihm reden? Er denkt nur an Diana. Hör auf, für mich zu sprechen. Es geht nicht um Diana. Übrigens, weiß jemand, warum Kostja heute nicht in der Schule ist? Du hast an Kostja gedacht. Ich glaube, Kostja hat heute seine Fahrprüfung oder so. Ich bin schockiert, Mädels. Nastia ist einfach verschwunden. Ich bin heute zu ihrem Haus gekommen, hab geklopft, aber keine Antwort. Ja, seitdem sie diesen Barista getroffen hat, ist sie verrückt geworden. Ja, sie ist bis über beide Ohren ja, verliebt. Ja, aber irgendwie sind wir nicht Hals über Kopf verliebt, obwohl wir mit den Basketballern zusammen sind. Ganz genau. Mädels, die Chili da kommen. Los geht's. Jungs, wollt ihr nicht ins Café gehen? Ah, Verlierer, hallo. Oh, Dima, hallo. Habt ihr Nastia, die Cheerleaderin, gesehen? Habt ihr sie in der Schule gesehen? Wir haben sie verloren. Wir können sie nicht erreichen. Hallo, Cheerleader. Wir haben Nastia nicht gesehen. Wir schauen uns etwas anderes an. Ich glaube, wir haben neue Pärchen bekommen. Cheerleader, nicht nach links schauen. Marussia, beruhig dich. Die Basketballspieler sind nicht cool. Dina, schau mal. Ist das in Ordnung? Mädchen, seid ihr überrascht? Knopper wurde Mannschaftskapitänin. Sie hat an sich selbst geglaubt. Diana, wir sollten das lieber unterbinden. Oder sie aus der Schule werfen, ganz einfach. Mädels, schaut euch unsere Basketballer an. Warum sitzen sie so verängstigt da? Können sie ihnen nicht sagen, dass sie verschwinden sollen? Kommt, lasst es uns herausfinden. Diana, es wird Zeit, dass du Smile verlässt. Du läufst ihm hinterher wie ein Schoßhündchen. Danke, Dima, aber ich brauche deinen Rat nicht. Ich kann sowas selbst herausfinden. Oh Mann, Diana, wann wirst du anfangen zu denken? Rennt weiter deinem Smile hinterher. Ist es schön. Schon wieder hat jemand Kaugummis unter die Tische geklebt. Wenn ich herausfinde, wer das tut, dann lasse ich ihn nicht mehr ins Café. Oh Mann! Kyrill! Hi! Arbeitest du heute im Café? Hallo Nastia, ja, ich habe beschlossen, heute zu arbeiten. Setz dich, was möchtest du trinken? Eigentlich bin ich hierher gekommen, um zu lernen, aber zu deinem leckeren Milchkaffee kann ich nicht Nein sagen. Ohne Zucker, wie immer? Ja, ohne Zucker bitte. Leute! Umarmt ihr gerne die Frösche, oder was soll das? Leute, Frösche sind so kalt. Hängt nicht mit ihnen herum. Habt ihr es verstanden? Bros, wie oft soll ich dir noch sagen, dass du dich nicht mit den anderen Mädchen abgeben sollst? Mädchen, helft uns bitte! Leute, was soll das heißen? Helft uns. Ihr habt doch so nett mit uns geredet. Rouse, du wolltest doch mit mir ins Café gehen, einen Milchkaffee trinken. Du hast versprochen, sie rauszuschmeißen. Knopper, kann ich dich kurz sprechen? Rouse, komm schnell her, bitte. Aber zackig. Mary, es tut mir leid, aber Jana ruft, okay? Okay, komm ins Café. Wir trinken einen Milchkaffee. Bis gleich. Hey, du hättest nicht hierher kommen sollen, okay? Diana ist sauer auf mich, Mann. Ist das mein Problem? Ja, Diana, lass uns reden.
Diana, führe ein ernstes Gespräch mit ihr. Bitte. Okay, Diana, lass uns dann reden. Lass uns an einen anderen Ort gehen, Knopper. Leila, ich bin so froh, dass du hierher gekommen bist. Sie kam einfach her und umarmte uns. Wir konnten uns nicht bewegen. Hör zu, Knopper. Was ist los? Was machst du da mit den Mädels? Diana, es ist mein Leben. Ich tue, was ich will. Wir waren doch mal beste Freunde. Und jetzt hängst du mit den Fröschen ab und machst die Basketballer an. Was soll das? Nun, Diana, als ich mit Smile zusammen war, bist du auch mit ihm ausgegangen. Eigentlich habe ich angefangen, mit ihm auszugehen, als du Schluss gemacht hast. Und weißt du was? Der Name Frösche spricht für sich selbst. Du warst viel besser damals. Bist du fertig? Darf ich jetzt gehen? Ja, du kannst gehen, aber ich möchte dich daran erinnern, dass ich dich von der Schule werfen werde, wenn du und deine Freunde unsere Jungs nicht in Ruhe lassen. Obwohl ich das eigentlich nicht machen möchte. Okay, Diana, ich hab dich verstanden. Viel Glück. Mädels, los geht's. Wir haben Geschichte. Wir kommen schon. Diana, danke, dass du mich gerettet hast. Sie rannten einfach zu uns, umarmten uns und ließen uns nicht mehr los. Mann, das war so komisch. Mal, warum sollte ich mir Sorgen um unsere Beziehung machen? Warum sollte ich mir Sorgen machen, dass du jemanden anmachen könntest, wenn ich nicht in der Schule bin? Brauche ich das? Diana, schau mir in die Augen. Was, Smile? Sie lügen nie, okay? Smile, hör auf damit. Keiner dieser Frösche hat mein Herz erobert und sie werden es auch nie, okay? Ich brauche nur dich. Wirklich? Ja. Na Leute, habt ihr alles bekommen? Was tust du, wenn diese Frösche in deine Nähe kommen? Wir rennen weg. Richtig, ihr rennt weg. Kommt uns entgegen, Cheerleader. Also Mädels, versöhnen wir uns wieder? Okay, Leute. Lass uns ins Café gehen. Ja, gehen wir. Weißt du was, Mile? Eigentlich gefällt es mir gar nicht, dass deine Ex Knopper auf unsere Schule geht. Ja, dann schmeiß sie raus. Ich kann nicht. Diana, hast du mit Knopper gesprochen? Ja, Mädels, ich habe mit dir gesprochen. Aber ich glaube, sie hat es nicht kapiert. Okay, lass uns ins Café gehen und überlegen, was wir mit diesen Fröschen machen sollen. Wir müssen auf jeden Fall etwas mit ihnen machen. Okay? Hört mal, wir müssen doch noch Nastia finden. Übrigens, Leute, habt ihr sie gesehen? Nein. Es ist seltsam. Patrick, möchtest du etwas haben? Ja, klar. Oh Mann, die Schulglocke. Okay, gehen wir zum Unterricht. Oh Mann, Kostja, hätte mir sagen können, dass er heute nicht in die Schule geht. Grill, ich wollte fragen, ob du eine Freundin hast. Nein. Wirklich? Ja, aber ich denke, dass ich bald ein Mädchen haben werde. Wie meinst du das? Nastia, willst du mit mir zusammen sein? Ernsthaft? Sofort. Das werde ich. Ich freue mich so, dass du hier bist. Nastia, als ich dich im Flur traf, spürte ich, dass du die Richtige bist. Mir ging es genauso, Kirill. Wow, Nastia, bist du noch ganz normal? Wir haben überall nach dir gesucht. Seid ihr noch normal? Ihr küsst euch hier im Café? Oh, Nastia, du bist aber schnell. Oh, 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 die Beziehung geht ja richtig schnell voran. Mädchen, ihr wisst schon, ich bin gerade erst gekommen. Nastia ist nur hierher gekommen, um Kaffee zu trinken, ja? Nastia, du bist gerade hergekommen? Ernsthaft? Konntest du nicht einfach unsere Anrufe entgegennehmen? Nastia, bist du verrückt? Du hast einen Freund gefunden und jetzt bist du Hals über Kopf verliebt. Sie hat bereits die Schule und das Training vergessen. Also wirklich. Mädels, trinken wir jetzt Kaffee oder wollt ihr Nastia weiter anschreien hier? Warum lasst ihr sie nicht einfach küssen? Smile reizt mich nicht. Mädchen, warum schreit ihr so? Als ihr mit euren Basketballern ausgegangen seid, da bin ich euch überall hin gefolgt. Hab ich was dazu gesagt? Ihr solltet euch für mich freuen. Ja, Mädchen, warum seid ihr so wütend? Warum sagt ihr mir nicht einfach, was ihr wollt und ich mach's dann für euch? Wir wollen 3 warme Sandwiches. Und 2 Milkshakes. Und für mich einen Kakao. Okay, Leute, setzt euch hin, macht's euch gemütlich. Nastia, wir freuen uns sehr für dich, aber verlier bitte nicht den Kopf. Wir sind doch auch noch da. Nastia, vergiss nicht, dass du ein Cheerleader bist und verschwinde nicht. Wir haben den ganzen Tag nach dir gesucht. Okay, Mädels. Übrigens, ihr könnt mich beglückwünschen. Wir sind jetzt zusammen. Oh, Nastia. Herzlichen Glückwunsch. Okay, Mädels. Ich habe gehört, dass bald die Schuldisco stattfindet. Sag mir, was soll ich anziehen? Ein enges Kleid? Oder ein Jumpsuit? Chili, du solltest Jeans und ein T-Shirt tragen. Du wirst darin gut aussehen. Mädels, ich werde Stöckelschuhe und ein bauschiges Kleid tragen. Ich werde die Schönste werden. Verlierer, was macht ihr da? Geht spazieren. Ja, wirklich. Wir müssen ein ernstes Gespräch führen. Ja, wirklich. Geht raus. Hört ihr, was ihr redet? Es ist auch unser Klassenzimmer. Hört zu, Frösche. Aber wir können für uns selbst eintreten. Ja, wir Mädchen meinen es ernst. Wir meinen es auch ernst. Wir möchten ein Gespräch führen. Wir brauchen hier keine Spione. Raus, bitte. Geht ihr nun? Raus, bitte. Nein. Okay, Mädels. Lass uns woanders hingehen. Die Verlierer hören doch immer zu. Loser. Oh, sie sind so schrecklich. Keine Sorge, Mädchen. Diana wird sie bald aus der Schule werfen. Ganz sicher. Mädchen, ich verstehe nicht, warum Diana sie nicht aus der Schule werfen kann. Jetzt schon. Versteht ihr das? Diana will einfach niemanden rausschmeißen. Sie ist viel zu freundlich. Oder sie will einfach nur Konkurrenz haben. Mädchen, das ist einfach zu viel. Diese Bunnies kotzen mich einfach an. Wir haben die Jungs gerade umarmt und schon waren sie in der Nähe. Und was sollen wir jetzt tun? Kannst du nicht sehen, dass die Basketballer ihre Bunnies lieben? Also ich schlage vor, wir suchen uns ein paar andere Leute. Mädchen, was?
Wer? Verlierer? Die Basketballer sind die coolsten Typen an dieser Schule. Obwohl, es gibt auch Footballer. Aber es gibt nur zwei von ihnen. Oh ja, sie sind zu zweit und wir zu viert. Außerdem ist diese Motte wie ein Klettverschluss. Sie klebt an allen Typen. Nur Mädels, ich schlage vor, dass wir nicht nachgeben und eine Party veranstalten und die Basketballer einladen. Knopper, sie werden nicht kommen. Ja, sie werden uns sagen, dass wir sie in Ruhe lassen sollen. Echt? Mädchen, ihr seid so naiv. Wir schicken ihnen einfach Einladungen. Heimlich. Sie werden nicht wissen, wer eine Party veranstaltet. Und auf der Party werden wir mit ihnen abhängen. Und ich werde mit meinem Handy filmen. Das stimmt, Mädels. Wir werden das Video an die Cheerleader schicken und sie werden sie verlassen. Und die Basketballer werden unsere sein. Die Frösche sind die Besten. Hey, wo sind unsere Sandwiches? Ja, wann bekommen wir unsere Sandwiches? Ja, wir warten schon seit 15 Minuten. Warte, hab ein wenig Geduld. Smile, zeig dich nur von deiner guten Seite, okay? Max, bring mich nicht in Verlegenheit. Okay, okay. Oh Mann, was habe ich getan? Ich habe nur gefragt, wann die Sandwiches fertig sind. Leute, beruhigt euch. Warum sagt ihr das? Der Name meines Freundes ist Kirill. Seid nicht so unhöflich. Oh, Nastja. Kirill, wir wollen essen, okay? Wo sind unsere Sandwiches? Leute, fast fertig. Wartet noch ein paar Minuten. Mädels, was sollen wir mit den Orangenen machen? Nastja, komm her, wir müssen reden. Ja, Mädchen, was ist denn passiert? Nastja, stell dir vor... Heute haben die Frösche wieder unsere Basketballer angemacht. Ja, wir sind gerade in die Schule gekommen und sie haben unsere Jungs schon umarmt. Kannst du dir das vorstellen? Mädels, es gibt nichts, worüber ihr nachdenken müsst. Schmeiß sie einfach raus. Lass dir Diana Felsen nicht rausschmeißen. Mädels, es wäre zu einfach, sie rauszuschmeißen. So schwach sind wir nicht. Das tun wir nicht. Wir müssen entscheiden, wie wir sie in ihre Schranken weisen. Ja, damit sie verstehen, wer die Bunnies sind und dass die Basketballer mit uns zusammen sind. Ja, das müssen sie wissen. Mädchen, was sind eure Vorschläge? Mädels, ich habe eine Idee. Wir müssen in der Schule eine Party feiern. Und auf dieser Party werden wir ihnen zeigen, wer die Bunnies sind. Und sie sollen zeigen, was sie können. Ach, sie sind doch zu nichts fähig, Mädchen. Mädels, wir müssen uns ernsthaft darüber unterhalten. Mädels, ich schlage vor, wir gehen zu mir nach Hause und besprechen unseren Plan. Seid ihr dabei? Ja, wir besprechen, was wir mit den Fröschen machen werden. Worauf warten wir denn noch? Auf geht's, schneller! Leute, like das Video, abonniert den Kanal und wir gehen zu mir nach Hause, um unseren Plan zu besprechen. Also, auf Wiedersehen! Bis später! Auf Wiedersehen! Mädels, wo wollt ihr hin? Kommt ihr wieder zurück? Hört auf, Jungs, die Mädchen sind gerade nicht wichtig, die Sandwiches kommen oh, da! Oh, ja. Oh mein Gott!